Moins und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. PvP ist jetzt schon ein heiß diskutiertes Thema, was Anthem betrifft. Ihr wisst ja alle sicherlich, denke ich mal, dass Anthem zum Release keinen PvP-Modi haben wird. Sehr viele Personen finden das schade, andere wieder finden es einfach nur gut. Heute soll es mal darum gehen, warum PvP tatsächlich nicht sonderlich förderlich für Anthem sein könnte. Richtig aufmerksam auf das Thema wurde ich erst durch Reddit und einige meiner Gründe, warum Anthem ohne besser dran sein könnte, kommen auch so ein klein wenig daher, beziehungsweise sind mir es dadurch richtig bewusst geworden. Und auch direkt vorweg, ich mag PvP-Spiele sehr, sehr gerne. Momentan ist eigentlich jedes Spiel, das ich zocke, PvP-bezogen und ich habe nach wie vor großen Spaß daran. Dennoch glaube ich, dass ein PvP-Modus in Anthem schädlich sein könnte. Der erste Grund betrifft das Balancing. Dabei rede ich von den Waffen, Javelins und den Fähigkeiten. In einem PvE betriebenen Spiel ist es nicht sonderlich schlimm, wenn eine Waffe oder ein Gegenstand bisschen stärker ist. Oftmal ist es dann genau diese Waffe, die als OP angesehen wird, wo es sich lohnt, diese zu erfarmen. Die, warum man gegebenenfalls Stunden in ein Spiel steckt. Man freut sich am Ende einfach, wenn man diese Waffe am Ende hat. In einem PvE-Spiel wird das dann einfach als die Mega-Waffe dargestellt, die in einem bestimmten Bild von einem Javelin einfach nicht fehlen darf und die einfach jeder haben sollte. Jetzt kommt aber der PvP dazu. Was geschieht nun mit dieser Waffe, welche im PvE so angepriesen wird? Richtig, sie wird verteufelt. Es ist nun eine Noob-Waffe, weil Kills damit zu holen einfach super easy ist, sie ist einfach zu stark. Wenn ein anderer diese Waffe hat, dann will man einfach nur, dass sie genervt wird, weil sie einfach einen zu schnell umbringt. So müssen die Entwickler anfangen, alle Waffen, die im PvE noch so gut funktioniert haben, anzugleichen, damit jeder irgendwie ein klein wenig zufrieden ist. Gelingen kann das aber wohl kaum. Weil dann wieder die Leute meckern, die so viel Zeit investiert haben, um diese Waffe zu bekommen und nun ist sie plötzlich nichts mehr wert, was ich denke mal auch ein absolut verständlicher Standpunkt dann ist. Auch ist es das Problem mit den Seltenheiten der Waffen. Dass eine legendäre Waffe mehr Schaden als eine seltene macht, sollte außer Frage stehen. Doch im PvP ist es dann schon wieder kritisch und unfair. Eine Lösung wäre es, dass extra PvP-Waffen eingeführt werden. Doch warum sollte ich eigentlich mit einer PvP-Waffe kämpfen, wenn ich doch eigentlich eine viel bessere Waffe in meinem Inventar habe, die mir auch deutlich mehr Spaß bereitet? Das Balancing, was Waffen betrifft, betrifft dann nicht nur den PvE-Modus, sondern ist auch gleichzeitig auf den PvP-Modus mit eingezogen. Somit müsste sich BioWare quasi immer um zwei Baustellen gleichzeitig kümmern und sie könnten es vermutlich nie allen Leuten recht machen. Deswegen ist das schon mal ein Grund, warum ich finde, dass PvP in Anthem eventuell nicht ganz so gut wäre. Ein weiterer Grund ist die Teilung der Community. Die einen wollen nur PvP machen, die anderen wollen halt nur PvE machen. Jetzt kann man erstmal denken, ist doch nicht so schlimm, ist doch schön, wenn jeder das machen kann, worauf er Lust hat. Aber bedarf es in Anthem doch das Matchmaking, um Raid zu machen zum Beispiel oder andere Missionen gegebenenfalls. Kommt nun ein PvP-Modi dazu, so könnte es ewig dauern, eine geeignete Gruppe zu finden, da sich viele einfach in den PvP stürzen wollen oder andersrum genauso. Viele Leute wollen einfach nur PvE machen und man wartet ewig darauf, dass ein PvP-Match zustande kommt. Auch wird es dann gegebenenfalls Events geben, welche für PvP ausgerichtet sind und Leute, die kein PvP machen wollen oder einfach schlecht darin sind und deswegen es nicht spielen möchten, sehen sich gezwungen, das Event abzuschließen, ein paar Runden PvP zu machen, obwohl sie überhaupt keine Lust darauf haben. Am Ende sind sie genervt davon, dass es einfach so alles abläuft und wollen im schlimmsten Fall das Spiel überhaupt nicht mehr anfassen. Weiter bringt ein PvP-Modus leider immer eine Sache hervor, die in jedem Spiel mit PvP-Modus einfach vorhanden ist, nämlich toxisches Verhalten. Die meisten PvP-Spiele sind doch einfach von der Atmosphäre her doch schon deutlich aggressiver als welche, die auf PvE ausgerichtet sind. Und das ist zum Teil sogar sehr verständlich. Aber man kann auch nicht abstreiten, dass dadurch die Atmosphäre einfach sehr schnell vergiftet wird. Ich glaube nicht, dass Anthem ein zweites League of Legends werden könnte von der Atmosphäre her. Aber schon ein Schritt in diese Richtung würde es mir reichen und es würde mir die Laune deutlich verschlechtern. Dann gibt es auch noch einen weiteren Aspekt, der erstmal gar nicht das Gameplay direkt betrifft, sondern eher die Zukunft eines Spiels, also in seiner zeitlichen Entwicklung. Ich rede dabei davon, dass ein PvP-Modi, der reinkommen soll, der muss natürlich erstmal entwickelt und später auch verwaltet werden.
Es werden dann zum Beispiel Entwickler von Story oder Monstern abgezogen und daran gesetzt, eben diesen Modus zu entwickeln. Dadurch könnte es dann zum Beispiel passieren, dass Inhalte, die für das Endgame wichtig sind, erst deutlich später nachgeliefert werden, da die Entwickler, die ursprünglich mal an einem anderen Projekt gearbeitet werden, erstmal abgezogen werden, um dann quasi dort an dieser Stelle weiterzumachen, um einen neuen Modi reinzubringen. Ganz genau, ob das dann so ablaufen wird, weiß ich ja nicht. Man könnte natürlich auch neue Entwickler einstellen, aber es sind dann natürlich auch wieder mehr Kosten für ein Studio. Und gerade in einem Loot- und Grindlastigen Spiel wie Anthem darf es hinten raus einfach nicht an Inhalt fehlen. Man möchte ja schließlich regelmäßig neue Events, Raids und Items erhalten, um immer wieder einen neuen Anreiz zu erhalten, zu dem Spiel zurückzukommen. Eine andere Sorge, die ich hätte, ist, dass der PvP-Modus, wenn er denn dann kommen sollte irgendwann mal, dass er einfach aufgesetzt wirkt. Dass er nichts Besonderes bietet, dass er einfach ein 0815 PvP-Modus ist, wo wir 4 gegen 4 spielen und versuchen einfach quasi die anderen auszuschalten. Könnte natürlich für einen kurzen Zeit seinen Reiz haben, aber irgendwas richtig Innovatives wäre es dann nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein PvP-Modus grundsätzlich nicht funktionieren könnte in Anthem. Es könnte sogar prinzipiell sogar sehr großen Spaß machen. Gerade durch die Flugmechaniken des Spiels und den verschiedenen Waffen könnte man da wahrscheinlich echt was Cooles rausbasteln. Doch ich befürchte, dass zumindest zu Beginn das Spiel erstmal darunter leiden würde, bevor das quasi richtig in Wallung kommt. Aber das ist nur meine Meinung, warum ich mir selber erstmal sage, so, ein PvP-Modus in Anthem kann ich erstmal gerne drauf verzichten, weil ich glaube, das könnte auch quasi das ganze Spiel so ein wenig nach unten reißen, was das Balancing angeht, was die Community betrifft und was die sonstige Entwicklung des Spiels angeht. Aber, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Mich würde jetzt mal eure Meinung dazu interessieren. Was sagt ihr zu PvP in Anthem? Sagt ihr ja, auf jeden Fall? Oder sagt ihr, nee, lieber quasi an dem Hauptspiel weiterarbeiten und quasi erstmal keinen verrückten Modi reinbringen, die eventuell quasi dann uns gar nicht so viel bringen? Schreibt das mal unten rein, mich würde eure Meinung mal sehr, sehr interessieren. Und dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch auf dem Schlachtfeld. Euer Cheft.